Freunden, Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Zieht euch rein. Moinse, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Ihr mit neuem Video, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr bei mir vorbeischaut. Und ja, ich habe gute Laune, ich bin mal wieder am Stissel, Freunde. Ich habe mir jetzt ein paar Tage Zeit gelassen, weil, ey, Freunde, der ein oder andere von euch wird ja wohl wissen, der Dennosch, der wurde an der Hand operiert und so langsam funktioniert das mit dem Daumen wieder so relativ gut. Die Gameplays werden irgendwie nicht besser. Ich weiß auch nicht, woran das wohl liegen mag. An mir natürlich kann das überhaupt nicht liegen, Freunde. Und ja, deswegen hatte ich auch ein bisschen wenig Zeit, ja, hier am Emblem-Editor rumzudengeln, Freunde. Aber trotzdem habe ich in der Zwischenzeit eure Kommentare gelesen und habe... Oh, jetzt bin ich hier voll gegen das Mikro gehauen. Ist scheißegal, das schneiden wir nicht raus, das lassen wir mit drin. Jetzt bin ich hier gegen das Mikro gehauen. Jetzt habe ich es gegen das Mikro gehauen, mein Gott. So, auf jeden Fall, ich war jetzt die paar Tage ein bisschen abwesend, aber ich habe natürlich auch ein bisschen YouTube-Kanalpflege betrieben und habe natürlich auch eure Kommentare gelesen. Da war einiges bei, Freunde. Dazu auf jeden Fall nochmal einen Daumen hoch an euch, Freunde. Genauso wünsche ich mir das, weil da können Ideen entstehen, wenn man halt viele Reize bekommt. Und da habt ihr euch auf jeden Fall nicht lumpen lassen. Macht das weiter so, Freunde. Haut eure Kommentare unten rein. Haut eure Kommentare in die Kommentare. Irgendwie so macht ihr das. Und auf jeden Fall, jetzt bin ich schon wieder gegen das Mikro gekommen. Was ist denn hier los, meine Freunde? Wenn ich müsste eigentlich mit Facecam das machen, Freunde. Wenn ihr sehen würdet, wie ich hier am Gestikulieren bin, dann würdet ihr euch schlapp lachen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gegen das Mikro gehauen. Das lassen wir jetzt mal. So, jetzt kommen wir wieder zum Wesentlichen, Freunde. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich war ein paar Tage nicht da. Habe natürlich eure Kommentare gelesen. Und mir ist dort immer wieder etwas aufgefallen, Freunde. Und ich habe auch ein paar PNs bekommen. Also jetzt nicht immer nur mit denselben Nachrichten. Aber auf jeden Fall ist dort immer wieder ein Vorschlag gefallen. Und zwar war es Son Goku Super Saiyajin Gott Super Saiyajin. So, Freunde, und ich habe mal auf YouTube geschaut und ich finde, da gibt es irgendwie nichts Ordentliches, womit man euch bedienen könnte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das einfach, weil, wie gesagt, in den letzten Commentaries habe ich es ja schon gesagt, dass ich auf jeden Fall Wünsche, die öfter geäußert werden oder wo ihr da ordentlich Kommentare schreibt und das immer wieder wiederholt. Und diese Dinge, die werde ich dann natürlich bevorzugen und dann zwischendurch einfach so wieder reinhauen. Und diesmal ist es wieder ein Dragon Ball Z geworden. Und ja, sorry, Freunde, an all die Leute, die sich jetzt ein One Piece gewünscht haben. Aber da wird in der nächsten Zeit auch noch was kommen, Freunde. Aufgeschoben ist ja auch nicht aufgehoben, Freunde. Und auf jeden Fall wartet einfach noch ein bisschen ab und haut mir natürlich wieder eure Vorschläge unten in die Kommentare rein. Lasst euch da nicht lumpen, Freunde. Tackert da ordentlich was rein. Und am besten würden mir noch Kommentare gefallen, wenn ihr einen Vorschlag macht und da sehe ich auch noch Likes drunter. Dann sehe ich natürlich, dass das auch andere Leute wollen, Freunde. Oder sagt euren Freunden Bescheid, die sollen die Scheiße liken. Freunde, dann wird das auf jeden Fall was. Dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen und dann auch vorziehen. So. Und ja, so habe ich mir das auch vorgestellt, Freunde. Ja, ich hoffe natürlich wieder, euch gefällt dieses Emblem. Ihr seid natürlich die besten Kritiker, die ich überhaupt haben kann, Freunde. Ich frage zwar immer so im Freundeskreis hier so nach und Leute, die gerade da sind, ja, wie findest du das? Und dann zeige ich auch sowas Original. Zeige ich euch natürlich nicht, weil ihr wisst ja, wie die aussehen, Freunde. Und ja, auf jeden Fall bekomme ich meistens immer gutes Feedback. Und wie gesagt, ich wiederhole es ja auch immer wieder. Wenn es mir persönlich nicht gefallen würde, würde ich es euch auch nicht zeigen, Freunde. Auf jeden Fall stehe ich dahinter. Und mir gefällt es ganz gut. Ich werde mir den jetzt auch die Tage reinknallen. Ich habe den jetzt schon 2 Tage, Freunde. Bin leider noch nicht zum Commentary gekommen, Freunde. Und ja, weil halt war immer spät und so und dann, wenn ich hier quatsche, Freunde, dann werden alle Leute wach und das nervt mich dann einfach. Und jetzt gerade habe ich eine freie Minute für euch, Freunde, und ja, da habe ich mir gedacht, da halte ich mal ein kleines Blöschchen mit euch, um abzuchecken, was bei euch wieder so geht. Und ja, ihr könnt mir auch einfach mal unten in die Kommentare reintackern, was ihr so von dem Black Ops 3 haltet, wie euch das Spiel so gefällt. Jetzt, ich sag mal, wir haben es ja jetzt schon eine ganze Weile zum Spielen da und Freunde, ja, will ich einfach mal euer Feedback hören. Und natürlich, Freunde, eine kleine Bitte noch an euch, Freunde, ich brauche Gameplays, weil ich will ab und zu auch mal ein schönes Commentary raushauen
wo ich das eine oder andere Update zu meinem Kanal mit euch besprechen möchte oder über irgendwelche Themen mit euch sprechen möchte. Und da brauche ich auf jeden Fall irgendwie ein knackiges Gameplay, Freunde. Jetzt braucht ihr keine Angst haben, ihr müsst mir kein 100 Plus schicken oder kein 50 Plus. Es muss knackig erspielt sein, kein Camper-Gameplay, am besten noch Objective gespielt und ja, das Ganze dann einfach schön anzusehen und dann passt das schon, Freunde. Also macht euch da mal keine Sorgen, weil ich weiß, hier gibt es viele gute Player und jetzt haben natürlich immer alle Angst, oh, dennoch schau, ich habe ja kein 100 Plus. Ey, weißt du was, fuck auf, ein 100 Plus brauche ich nicht. Das Gameplay soll eigentlich nur das Commentary begleiten, Freunde, und ja, soll auf jeden Fall schön anzusehen sein, weil ihr seid alle Gamer und ich auch, und da brauche ich das einfach, Freunde, als Begleitung. Und da lasst euch mal nicht lumpen und tackert mal mir ein paar Privatnachrichten mit dem Link zu eurem YouTube-Channel, wo ihr das Game dann hochgeladen habt, natürlich ungelistet und nur nicht irgendwo auf eurem Kanal zu sehen, weil, ja, ihr beißt ja auch nicht von der Schokolade ab, wovor schon einer abgebissen hat, Freunde. Und ja, da hätte ich dann schon gerne eins, was ihr noch nicht irgendwo eingeschickt habt oder selber verwendet habt. Das wäre natürlich richtig nice von euch, Freunde. Und ja, vielleicht kann ja der ein oder andere mir da eine PN schicken mit dem Link zu seinem Kanal und ja, dann kann ich mir das runterladen. Dann schreibt er mir einen kleinen Text dazu, dass ihr mir das zur Verfügung stellt. Und ja, dann würde ich das ganz gerne dankend annehmen. Natürlich auch noch ein paar Infos zu dem Gameplay, Waffe etc., damit ich da jetzt nicht alles noch nachrecherchieren muss. Das wäre richtig nice von euch, Freunde. Und ich denke mal, der ein oder andere wird sich da auch überwinden können und wird sich dann mal trauen, ja, mir das Ganze zukommen zu lassen. Über eine persönliche Nachricht auf YouTube, Freunde, und natürlich wird dann auch der Kanal und alles drum und dran verlinkt und so und erwähnt, und ich schaue mir das Gameplay natürlich auch einmal vorher an, damit ich auch einmal kurz drauf eingehen kann auf das Gameplay, falls dort etwas Spektakuläres passieren sollte, Freunde, und ja, das haben wir auf jeden Fall schon mal dazu. Ihr haut mir auf jeden Fall wieder ordentlich Kommentare unten in die Kommentare. Und ja, teilt das Ganze, wenn es euch gefällt, Freunde, liken, brauche ich euch nicht sagen. Und ja, wenn ihr neu auf diesem Channel seid, dann würde ich sagen, lasst mir ein Abo da, kostet nichts, ist kostenlos, Freunde. Ich gebe euch das kurz kostenlos, ja, so bin ich, so bin ich. Und auf jeden Fall, ja, boah, macht mal wieder richtig Bock, so ein Commentary hier rauszuhauen. Ja, habe ich mich riesig drauf gefreut, schon die ganzen Tage irgendwie so. Aber bin ich halt nicht mehr zugekommen im Moment. Ja, habe ich euch schon gerade erklärt, was soll ich dazu noch sagen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Kommentieren, liken, laberababa. Nicht vergessen, und über 12 Likes würde ich mich auch freuen. Also von daher, ich bin raus. Aber dennoch, Peace, Freunde. Bis zum nächsten Emblem-Commentary oder sonstigen Kram, was es hier auf meinem Kanal gibt, Freunde. Wir sehen uns und ciao. Can't happen.
Music tapes being accidentally erased. It can't happen.